Moin, hier ist Arne. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich im vergangenen Video ja berichtet habe, dass ich also meinen Umbau nochmal komplett um 180 Grad ändere, also sprich alles rausreiße, neu mache und so weiter und wie auch die Basis davon jetzt aussieht, geht es in großen Schritten weiter. Das Kernelement dessen, was ich jetzt aktuell hier gerade baue, ist das Bett. Das ist gar nicht so trivial. Weil das soll zum Ausziehen und Klappen und alles gleichzeitig sein. Und wie ich das gemacht habe und wie ich hoffe, dass es auch funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Für diese neue Bettkonstruktion brauchte ich als allererstes ein neues Lattenrost. Das Lattenrost, was ich jetzt hier verbaut habe oder gerade dabei bin zu verbauen, konnte hochgeklappt werden, sowohl am Fußende als auch am Kopfteil. Das Kopfteil war so ungefähr ein Viertel des Lattenrosts. Das konnte man anheben mit so einem komischen Klappmechanismus, dann fixieren und das Fußteil ebenfalls. Für das, was ich jetzt aber damit vorhabe, brauchte ich das Ganze klappbar in der Mitte. Das heißt, ich musste es komplett einmal von rechts nach links in der Länge quasi durchteilen, hatte dadurch quasi einen unteren Teil, ungefähr einen Meter ziemlich genau, lang und einen oberen Teil, der dann aber aus dem quasi aus einem Teil und dem Kopfteil bestand. Das heißt, das musste ich erstmal zusammen fixieren und habe das mit einer Holzleiste geschieden. Ich zeige euch das mal. Hier jetzt unter dem Lattenrost kann man es sehen. Da ist einmal die Stelle, an der sozusagen das Kopfteil zu Ende war und wo dann der Restteil des jeweils abgesägten Stücks gewesen ist. Und das habe ich außen mit einer Latte quasi komplett geschient, das Ganze, verklebt und geschraubt, sodass dann ein zweiter massiver Lattenrostteil entstanden ist. Weil die Stabilität von dem Lattenrost insgesamt natürlich sonst total labberig gewesen wäre durch das Durchsägen, habe ich hier zusätzlich noch Querverstrebungen eingezogen, wo sie noch fehlten, damit es also in sich ein stabiles Teil geworden ist. Inzwischen hat das mit meiner ganzen Winkelmontage hier schon so weit funktioniert. Zum einen, genau, dieser weiße mit dem Abstandshalter und zum anderen habe ich jetzt das Lattenrost mit einem Winkel an der Seite mit meinem Querbalken verschraubt. Auf der gegenüberliegenden Seite dahinter muss auch noch einer zur Sicherheit, aber das Ganze auf beiden Seiten sorgt jetzt schon mal dafür, dass ich das Ganze vor- und zurückziehen kann. Das mache ich jetzt nicht, sonst klatscht hinten der hochgestellte Teil des Lattenrosts runter. Und ich habe von einer Matratze schon mal hier ein 88 cm langes Teil und 1,35 m breites Stück zurechtgesägt. Hätte ich fast gesagt, mit dem Cutter zurechtgeschnitten. Das wird schon mal der erste Teil der Matratze sein. Jetzt kriegt das Ganze schon mal so ein bisschen Gesicht und man kann sich vorstellen, wie das in etwa werden wird. In der Ankündigung hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, dass ich im Hinblick auf eine Zweiersitzbank vorne, in der dann der Durchgang, den ich jetzt noch habe, dann verschlossen ist. Daraufhin wollte ich ja eine Küchenzeile bauen, die sozusagen direkt hinter den Sitzen verläuft. Tatsächlich habe ich mich jetzt dahingehend noch ein bisschen umentschieden, denn ehe das soweit ist, kann ich auch den Raum, wie er hier gewesen ist, direkt unterm Fenster dann doch für die Küche nehmen. Man kann es jetzt grob erahnen, vielleicht erinnert ihr euch, ansonsten guckt euch das Video zur Küche mal an. Hier war eigentlich noch ein weiterer Teil hinten an dem Küchenblock dran und um ein Segment von diesen dreien, die ich hier hatte, habe ich das ganze Teil eingekürzt, um es eben genau hier für den Bereich passend aufzubauen. Heißt also, der schmale Teil wird mit einer Klappe für Müllsäcke versehen. Hier in der Mitte ist Platz für den Kühlschrank. Und ich habe einen neuen Raum hier direkt hinter dem Fahrersitz geschaffen, der eben aufgrund der Charakteristik dieses Raumes hier eben nicht nur komplett rechteckig runtergeht, sondern oben schmaler ist und unten weiter verläuft. Das wird der neue Platz sein, an den ich die Wasserkanister positionieren möchte, die nämlich vorher hier ganz links angebracht waren. In Summe folgt auch hier das gleiche Prinzip wie bei dem restlichen Ausbau auch. Ich habe also jetzt gleich hinten Stellen geschaffen, an denen ich diese Nietenmuttern anbringe und wo ich das Ganze verschraube und dann auch direkt hier mit der Sitzbank jetzt verschrauben werde, damit das also in sich komplett stabil und fest ist. Inzwischen nimmt das Ganze etwas Form an. Ich hatte hier noch ein Brett, das ist ursprünglich mal eine Verkleidung gewesen von der Trennwand. Das war so eine echt grobe Platte. Hier ist noch ein Stück davon. Das war quasi Ladebordwand mit so einer Befestigungsöse. Das habe ich jetzt gerade einfach mal passend zurechtgesägt und hier vorne als Platte vorgeschraubt. Jetzt kriegt das erste Mal so einen richtigen Blockcharakter irgendwie. Jetzt werde ich mal als allererstes hier die entsprechenden, oder als nächstes vielmehr, die entsprechenden Öffnungen reinsägen. Als allererstes wird es ja einfach der Stauraum für die Kühlbox sein, die dann hier unten reinkommt. Und hier möchte ich eine Öffnung reinhaben für die Schublade, für Besteck und sowas.
Hier auf der anderen Seite kann man jetzt auch schon entsprechend diese Ecke so richtig sehen. So schön geschlossen. Ich muss noch überlegen, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt mit dieser Seite hier umgehe. Ob ich hier auch nochmal irgendwie eine Klappe mache oder eine Schiebtür oder irgendwie sowas. Macht vielleicht Sinn, um auch hier von dem Sitzbereich dann da rankommen zu können. Ansonsten, genau, Öffnung rein, weiter schleifen und dann dahin bauen. Damit der Plan aufgeht, dass das Ganze eben auch aus dem Bus herausgeschoben werden kann und mir da nicht irgendwie alles auseinanderreißt, habe ich mir nochmal ein bisschen Holznachschub besorgt. Und zusätzlich zu dem Balken, der eben hier senkrecht runter geht, das Ganze von unten noch abstürzt, kommt noch ein weiterer Balken quer rüber. Der ist dann nur gute 20 cm hinter dem vorletzten, dann in dem Falle. Sodass also möglichst weit hinten am letzten Ende des Busses noch ein Querbalken ist, der das Ganze abstützt. Zusätzlich zu der Abstützungsmöglichkeit habe ich mir aus dem Baumarkt hier so ein relativ dickes, ich glaube es sind 10 mm ungefähr, 10 mm Seil mitgebracht. Das hat so einen ja, ziemlich massiven Kern. Ich glaube, das hält zig hundert Kilo aus. Und zusätzlich noch so kleine Verschraubnupsis. Das heißt, ich kann also mit meinem Seil entsprechende Ösen bauen und die Ösen dann mit diesen Verschraubungen komplett fixieren, möglicherweise auch noch mit so einem Eisen-Inlay, damit es nicht durchscheuert. Wobei ehrlicherweise wird diese Auszugsgeschichte wohl eher mal so eine ja, Special-Sache sein. Es wird ja nicht täglich mein Bett jetzt an diesen Seilen hängen. Und ich habe noch nicht die richtigen Ösen gefunden, aber der Plan wäre eben dann dieses Seil am äußersten Ende des Ladenrostes zu befestigen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ganz oben innen drin. Auch da brauche ich noch die entsprechenden Halterungen. Ich stelle mir irgendwie sowas vor, ich habe sowas schon mal gesehen. Eisenplatte, vier Löcher drin und dann entsprechend vier Schrauben, die auch mit Gewindemuttern verschraubt sind. Wer sich damit auskennt, kann mir das ja mal sagen, was er meint, wenn man dann den Zug quasi in die Seite, also nicht direkt nach außen hat, sondern eben seitlich an solcher Öse, die man mit vier Schrauben direkt oben irgendwie befestigt. Also sowas schwebt mir irgendwie vor, um das Bett im ausgezogenen Zustand, wenn es halt draußen, na wie viel mag das sein, vielleicht einen halben Meter, dreiviertel Meter, ragt es hinten raus und soll entsprechend hiermit noch quer gekontert werden. So sieht das jetzt fertig aus mit diesen Balken. Der letzte quer sowie der Stabilisierungsbalken. Tatsächlich bringt das für diese ganze Konstruktion mehr Stützkraft, gerade auf dem hinteren Ende des Bettes. Den ersten Praxiseinsatz hat es inzwischen auch schon überstanden. Und zwar war gerade am vergangenen Wochenende das Vanlife Hamburg-Treffen mit knapp 40 Bussen. Ich zeige euch mal ein, zwei, drei Bilder zwischendurch. Super geil, bei krassestem Wetter, super Sonnenschein. Ja, da durfte sich auf jeden Fall der neue Ausbau schon mal ein bisschen unter Beweis stellen. Jetzt geht's in möglichst großen Schritten weiter, denn der Urlaub steht vor der Tür, eine Schwedentour. Und ich zeige euch ganz kurz, was sich in der Zwischenzeit noch getan hat. Genau rechts und links neben dem Bett kommen so Fächer in so einen schmalen Regalen aufgebaut und die ersten zwei Elemente habe ich da jetzt auch schon aufgebaut. Hier kommt jetzt noch ein drittes Brett aufrecht hin und dann eins bzw. zwei Regalböden und das auf jeweils beiden Seiten. Das muss nachher nur noch verkleidet werden. Wie man unschwer hören kann, sind wir hier in Hamburg in der nicht allzu weiten Entfernung vom Flughafen und je nachdem, wenn die Landebahnen irgendwie anders angeflogen werden, dann rauschen die hier übers Haus. Nächstes Thema, die Bänke. Stück für Stück werden die Provisorien entfernt. Hier sieht man auf der Seite noch die alte USB-Platte. Ich war jetzt zwischenzeitlich mal wieder, eigentlich regelmäßig, beim Baumarkt und habe mir hier Pappelsperrholz besorgt. Das ist, ich meine, nur 9 oder 10 mm dick, reicht aber deswegen für diesen Einsatzzweck, weil einfach rundherum ein stabiler Holzrahmen ist, der das ganze Gewicht insgesamt trägt. Die Idee ist, sowohl den Boden, also die Sitzfläche quasi, mit dem Sperrholz zu verkleiden, als auch eine Lehne. Hier ist das Ganze noch lose. Ich zeige euch mal auf der anderen Seite. Da ist es nämlich schon fertig gebaut. Auf dieser Seite kann man jetzt das Prinzip der Bank auch schon erkennen. Also zum einen ist die Sitzbank selbst zum Aufklappen. Das heißt, darunter entsteht richtig viel Stauraum und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge unterbringen. Und zum anderen ist die Lehne schräg hinten hoch in zwei Teile unterteilt. Den oberen Teil, den kann ich einfach quasi runterklappen. Das ermöglicht nämlich dann, dass das Bett in den Nachtmodus gezogen werden kann und Polster und alles können liegen bleiben. Oder Variante 2 ist, ich klappe die Lehne in Gänze quasi ein Stück vor und habe dann auch noch dahinter ein bisschen Stauraum. Ich muss noch gucken, wie ich das mit dem Armaflex dahinter mache, dass das alles geschützt ist. Aber genau, so ist das also multifunktional und ich habe in Summe dreifach Scharniere untergebracht.
So, auf diese Art und Weise wird jetzt auch noch die zweite Bank gebaut. Und dann fehlt noch die ganze Verkleidung rund um die Bank und die Schubladen unterm Bett und so weiter. Das kommt jetzt aber alles Stück für Stück. Auf jeden Fall kann ich jetzt dann schon mal die Polster endlich anpassen und mich mit dem Nähen von Bezügen beschäftigen, wenn ich jetzt genau weiß, wie groß die Polster eigentlich sein müssen, wenn die Bank soweit fertig ist. Was sich auch noch jetzt im Rahmen meines Umbaus ein bisschen ändert, ist meine ganze Küchenkonstruktion. Temporär gerade also noch diese OSB-Platte, bis das Massivholz kommt. Und ich habe hier einen neuen fetten Wasserhahn, eine Armatur. Grund ist, dass ich mir meine Tauchpumpe gegen eine automatische Druckpumpe getauscht habe. Auch das ist ein Tipp von euch gewesen unter einem der Videos, dass es doch sehr praktisch ist und man braucht also keinen extra Schalter, denn die Druckpumpe baut einen Druck auf der Leitung auf. Das müssen so ungefähr 2,5 Bar, glaube ich, sein. Zusätzlich ist da ein Druckausgleichsbehälter und dann braucht also hier oben nur, wenn man Wasser möchte, der Hahn aufgedreht werden, wie zu Hause in der Wohnung. Dann läuft erstmal Wasser, dann fällt der Druck in der Leitung und dann fängt erst einen Moment verzögert quasi die Pumpe an, wieder zu pumpen. Das kommt aber alles dann im nächsten Video. Ich hoffe schon mal, es hat euch soweit Spaß gemacht und ihr habt Freude daran zu sehen, wie auch der Umbau Nummer 2 langsam Gestalt annimmt. Wenn noch nicht geschehen, auf jeden Fall Kanal abonnieren. Wenn du den Umbau grundsätzlich interessant und gut findest, Daumen hoch, da würde ich mich sehr drüber freuen. Hinterlasst gerne Fragen, Kommentare, die würde ich dann direkt im nächsten Video mit beantworten. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.